So, wie war das? Moment. Ach, verdammt, jetzt habe ich ja... Das ging ja das eine Mal nur. Komm ich da rüber gesprungen? Ja, schön. Nein, das wollte ich nicht. Ja, fuck you. Ja, warte, ich schieß den eben dahin. Und den eben dahin. Hau rein. Dann springe ich da auch eben drauf. Kann ich da nicht... Ich will da auch drauf. Ich will... Warum kann ich nicht... Ach Mann, das ist doof. Ich wollte doch nur... So. Ist doch bestimmt irgendwas Wichtiges auch. Was ich da gebrauchen kann, um... warte mal, wenn ich jetzt... Ich schieße das mal darüber. Und dann darüber. Ja, das war natürlich super intelligent von mir. Nein! Yeah, jetzt bin ich ganz unten und komme an gar nichts mehr dran. So, nochmal. So. Und so. Und jetzt springe ich hier rüber. Yeah! Und jetzt springe ich. Moment. Nein. Ja. Na komm. Na mach schon. Nein, ich will das nicht. Ich wollte den. Nein. Kommt der Stein jetzt auch? Hallo, Stein. Nein. Okay, der Stein kommt nicht mit. Das heißt für mich, ich bin. Doch, jetzt kommt der Stein auch. Jetzt muss ich anscheinend warten noch kurz, bis ich da oben auf das Dach drauf springen kann. Und dann kann ich von... yo. Warte. Nein! Ich wollte... Kann ich das jetzt auflösen? Danke. Nein! Wie komme ich denn jetzt darüber? Verdammte Hacke! Ach ja, warte mal. Ich muss, glaube ich... Nein! Ah, fuck! Mann, ich bin so ein Master Chief, ne? Gerade eben hat es alles so gut geklappt und jetzt nur, weil ich nochmal was haben will. Naja, selbst schuld. Nein! Ja, dann halt so. Mann, ey. Ist ja mal hell. So, und wenn ich jetzt hier ein ganzes Stück weiter hoch bin. So würde ich... Ja, warte. So, dass ich auch da rüber springen kann. Na, so. Moment, halt. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Kann das sein, dass ich... Oh, ich bin auch so ein Intelligenzkrüppel manchmal, ne? Ja, da habe ich mir ein super tolles Teil aufgebaut, soweit. Ich würde mal einfach sagen, warte mal. Das geht jetzt. Ja, das sinkt noch weiter runter. Weiter. Ich muss da irgendwie gleich oben drauf springen können. Kann ich aber nicht. Doch, kann ich wohl. Kann ich wohl, glaube ich. Ja, kann ich wohl. So, wenn das jetzt hier rüber ist. Genau. Na geht doch. War ja kinderleicht. So, wo sind meine Items?
Wir haben auf jeden Fall hier hinten noch irgendwo was vergessen. Wenn ich jetzt hier lang laufe, kann ich gar nicht hier lang laufen. Hier soll irgendwo was sein, aber hier ist doch gar nichts. Was soll denn hier was sein? Hinter der Wand ist doch gar nichts. Hä? Hinter dieser Wand soll was sein? Wo denn? Ich guck noch mal oben. Wie soll denn da bitte was hinter der Wand sein? Vor allem, wie soll ich da hinkommen? Ja, hier ist doch wohl schon mal nichts. Hier komme ich gar nicht mehr durch. Toll. Was soll denn da bitte, hä? What the fuck? Hier ist doch gar nirgends sowas. Ich sehe auch nirgends was. Hier irgendwo? Ist auch nichts. Also keine Ahnung, wie ich da jetzt hätte drankommen. Also wo. Da ist ja nicht mal ein Raum. Der soll hier irgendwo hinter sein. Da, so. Ja, tut mir leid, ey, da sehe ich nichts. Ich habe da keine Vorrichtung oder was gesehen, wo man da jetzt etwas machen kann. Ärgert mich jetzt aber trotzdem, ne? Weil es sind nun mal Items und ich lasse ungern immer Items zurück. Das weiß man ja mittlerweile. Das ärgert mich wirklich. So, muss ich jetzt nochmal kämpfen oder bin ich jetzt schon durch? Weil ich will ja eigentlich nur noch zurück. Das ist hier irgendwo noch ein Portal. Ja, da sehe ich eins. So, jetzt kann ich mir hier angucken, dass genau dieser Strahl, genau, der kommt dann jetzt hier raus, was natürlich nichts bringt. So, wenn sich das Ganze jetzt wieder rumdreht. Ah ja, prima. Dann muss ich also jetzt in das eine Fenster hier nochmal reinschießen. Und wenn sich das Ganze dann jetzt gleich so durchdreht oder so dreht, dass jedes Fenster ein eigenes Portal hat, genau, dann passiert eben genau das. So, schon mir hier vorne jetzt nochmal eben das Leben. Wir haben ja gerade eben, glaube ich, nochmal ein bisschen. Nee, halt, gar nicht. Jetzt gerade geht uns gut, ne? Naja. Lassen wir aber mal nichts zurück. Oh Gott, wie mich das stört, dass wir da was zu echt irgendwie zurückgelassen haben, ne? So. Boah, jetzt ruckelt das wieder so. Mal, was ist denn da los, ey? So, und dann springen wir jetzt auf die andere Seite rüber. Ich guck nochmal kurz. Eben wieder im Inventar. Ich weiß nicht, warum dass sich das manchmal hier dann mit den Lexbikes so ergibt. Er hatten wir ja sonst auch nicht. Vielleicht muss ich das dann, vielleicht wenn das nachlädt aktuell,
Der Rechner läuft jetzt auch schon eine ganze Weile lang. So. Innen drin. Ah, guck mal, einer da. Da ist irgendwo, hier ist auch noch. Okay. Okay. Aha. Und ich hatte mich schon gewundert, wie man da denn überhaupt wieder zurückkommen will. Ich glaube, das Beste ist, wir springen wirklich erstmal hier auf diese Plattform. Ja, nicht nur, weil ich mir das Ding hier unbedingt holen will, sondern auch, weil wir von da ja auch aus... Kommen wir da dran? Nein. Wo fliegst denn du hin? Du gehst einfach nur nach oben, wenn ich dich abtreffe, okay? Und das Ding... Wir müssen auf jeden Fall den da drüben treffen, damit der von da das hierhin reflektiert, damit das dann wohin reflektiert wird? Da rein wahrscheinlich, ja? Also machen wir schon mal eine Portalwendung von, Moment, von da nach, komm ich da dran? Nee? Ja. Nach da, das heißt, wenn wir das dann gleich so gemacht kriegen, dass es hier rüber fliegt. Ich muss gleich irgendwie gucken, dass ich da jetzt auf die Seite rüberkomme. Denke ich mal fast. Oh nein, halt, scheiße. Ich glaube, das war kacke, dass ich jetzt hier rüberlaufen bin. Wobei, vielleicht komme ich von hier. Nein, komme ich leider nicht. Verdammt! Ich komme... Ah, ich würde aber hier lang kommen. Okay, also ich könnte hier lang laufen. Sobald das jetzt das nächste Mal der Weg hier geebnet wird, springen wir eben hier rüber. Sollte gerade noch reichen. Puh. So, und jetzt nehmen wir unseren Shuriken. So, und aktivieren das Ding. Und das geht gar nicht. Warum nicht? Warum kriege ich das nicht? Ah. Jetzt geht's, oder? Ja, ja, ja. Wunderbar. Und der schießt auch. Und der schießt... Ja, geil, Omat. So, das heißt, das haben wir auch geschafft. Und dann kann ich da jetzt eigentlich, sobald der Weg da wieder anfängt, kurz hier rüber hüpfen, oder? Von da nach da rüber, so. Sollte doch nur Fuß sein. Nein, 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 ich muss warten, bis der hier wieder ist. Genau. Los, 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 los. Genau. Und? Ja, wunderbar. Das heißt, wir haben dann jetzt auch schon wieder den zweiten Schädel, oder? Dum, 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 dum. War hier auch nochmal irgendwie? Nö. Naja. Naja. Okay. Ja, mit den Rätseln gerade ist so eine Sache für sich. Ach, jetzt kommt wieder der lange Aufzug. Mit den... Wir bekommen jetzt wahrscheinlich auch direkt wieder Besucher, oder? Während wir mit dem Aufzug fahren. Kann ich mir... Nicht? Diesmal einfach nur... Diesmal einfach nur so. Schön, wie der Rest von Kriegs Cape so ein bisschen hier flattert, ne? Okay, da wird die Energie schon mal direkt wieder weitergegeben und fliegt von hier aus dann jetzt in den nächsten Kopf, oder? Ah, ne, noch nicht, stimmt. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das Ding hier benutzen. Weil ich habe doch vorhin schon mal was gesehen, was doch genau das sein könnte, was wir jetzt brauchen als nächstes.
Ich muss nur gucken, wo es ist. Wo es ist. Das da. Und jetzt müssen wir... Warte, komm ich da dran von hier aus? Oh, nein, fuck. Leite die Strahlen. Verdammt, aber ich komme dran von hier unten. Also ich muss nur rechtzeitig schießen. Wenn er jetzt hier irgendwo lang wieder kommt, dann können wir das, glaube ich, direkt umleiten. So, pass auf. Na, wo bist du? Yep. Und 3, 2, 1. Hey, warte mal. Sollte er das nicht? Oder hat er auf der Innenseite auch noch so einen Teil? Hat er auf der Innenseite auch noch so einen Teil? Leite die Strahlen. Ist da? Ja, sag ich doch. Das Universum ist krank, Reiter. Der folgende Rat weigert sich, das zuzugeben. Aber jene, die genau hinschauen, sehen das. Wir mussten etwas tun. Ein offener Angriff auf das Dunkle Reich würde bedeuten, den Pakt zu brechen. Was du vorschlägst, ist Wahnsinn! Azrael, das Böse verfinstert jeden Winkel der Schöpfung. Und der Himmel wartet? Der Rat bindet uns die Hände. Wer ihn in Frage stellt, zweifelt am Schöpfer. Meinst du wirklich, du weißt es besser? Ja, alter Freund. Weiß ich. Wenn die Siegel gebrochen sind, wird die Hölle ihre Auserwählten schicken, um den Krieg zu erklären. Ihre Anführer werden sich an einem Ort versammeln und dort werden wir der Bestie den Kopf abschlagen. Die Höllenwache steht bereit. Aber das Brechen der Siegel wird den Endkrieg auslösen. Das Reich der Menschheit ist doch nicht stark genug. Die Erde wird vernichtet werden. Nein, es wird keinen Krieg geben, Azrael. Wir werden die Dunklen zerschlagen, bevor er beginnen kann. Der Pakt ist ein heiliges Abkommen. Selbst wenn wir siegen, werden wir uns dem Zorn des Rates aussetzen. Sie werden ankommen und die Siegel intakt vorfinden. Und es wird unser Wort, das Wort des Himmels, gegen das des Prinzen der Lüge stehen. Verstehst du jetzt? Die Siegel werden neu gegossen. Alle werden glauben, dass die Legionen der Hölle angegriffen haben und durch uns der Gerechtigkeit zugeführt wurden. Zum Ruhme des Lichtes wirst du es tun. O Azrael, du alter Narr. Wir haben alle bis auf eines gebrochen. Abaddon befahl, dass das letzte Siegel nicht beschädigt werden darf. Er hat es persönlich verteidigt. Bist du sicher? Ohne Frage. Wir haben es gewagt, die Reiter nicht mit einzubeziehen. Wir hätten uns nie träumen lassen, dass wir es müssten, bis es zu spät war. Und doch muss ich jetzt den Preis für euren Betrug zahlen. Verrat! Krieg! Finde heraus, wer daran beteiligt ist. Lass sie bezahlen. Fang mit diesem an. Nein. Na, du verweigerst dich dem Willen des Rates? Du hast die Beichte des Engels gehört. Mein Dienst für den Rat ist beendet. Wir haben dich geschaffen. Du gehörst uns. Du bist nicht fertig, bis du den Zerstörer gefunden und erledigt hast. Gleichgewicht, weißt du noch? Steh auf! Azrael lebt, bis er nicht mehr von Nutzen ist. Danach wirst du deine Pflicht erfüllen. Du kleiner, dreckiger, schmieriger Lunke! Müssen wir jetzt im Endeffekt dafür bezahlen, weil die Engel
Scheiße gebaut haben. Wunderbar, ich liebe es.